Frohe Ostern. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Puh, gerade noch rechtzeitig. Das war knapp. Dass die hier auch immer so pünktlich anfangen müssen. Und dabei bin ich so schnell gekrochen. Nicht wie eine lahme Schnecke. Und guckt mal, all die Leute. Toll, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen zum Ostergottesdienst. Sag mal, warum seid ihr eigentlich so spät dran? Wir mussten doch Ostereier suchen. Erwachsene haben keine Ahnung. Genau. Und bis die Wilma mal kapiert hat, dass der Korb schon voll ist und es keine Ostereier mehr zu finden gibt, hat's eben etwas länger gedauert. Boah, du bist echt fies. Was ich allerdings gern mal wüsste, warum suchen wir eigentlich an Ostern Eier? Ich glaube, das hat etwas mit der Geschichte von Jesus zu tun, mit seiner Auferstehung vor fast 2000 Jahren. Auferstehung? Da hätte ich mal gern Mäuschen gespielt. Vielleicht habt ihr auch schon Ostereier gesucht heute. Und wenn es euch interessiert, wenn ihr wissen wollt, dann passt gut auf. Ihr erfahrt jetzt, was das Osterei mit der Auferstehung zu tun hat. In der Geschichte, die wir jetzt sehen. Zwei Frauen kommen zum Grab von Jesus. Sie sind traurig und weinen, weil Jesus gestorben ist. Die Frauen wollen gerne nach Jesus schauen. Sie haben gut riechende Öle dabei. Sie wollen Jesus einölen. So zeigen sie, wie gern sie ihn haben. Sie denken, wie sollen wir nur den großen, schweren Stein zur Seite schieben? Sie kommen dem Grab näher. Sie staunen, das Grab steht offen. Der Stein ist weggerollt. Es ist ganz hell im Grab. Wie kann das sein? Plötzlich sehen die Frauen in dem Licht einen leuchtenden Engel. Die Frauen erschrecken, aber der Mann sagt, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus. Er ist nicht mehr hier, er lebt wieder. Jesus ist stärker als der Tod. Er ist wieder lebendig. Ihr könnt euch freuen und es allen Menschen erzählen. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Ihr könnt Jesus sehen, mit ihm sprechen und ihn anfassen, wenn ihr wieder zu euch nach Hause geht. Die Frauen staunen. Jesus lebt wieder. Das ist ja unglaublich. Sie laufen vom Grab weg. Bald werden sie mutig. Sie erzählen weiter, dass Jesus wieder lebt. Sie laufen nach rechts und nach links, nach oben und nach unten. Jesus lebt wieder. Alle sollen es hören. Jesus lebt wieder. Für alle Zeiten. So wird die ganze Erde hell. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum wir an Ostern ausgerechnet Eier suchen. Da bin ich aber mal gespannt. Die beiden Frauen staunen, als der schwere Stein weggerollt ist und das Grab offen steht. Sie dachten ja, Jesus ist tot. Und der Engel erklärt ihnen, dass Jesus lebt. Aber was hat es nun alles mit einem Ei zu tun? Na, was siehst du? Ein Ei natürlich. Aber wie sieht es aus? Rund, hart, vielleicht ein bisschen wie ein Stein. Klar, das Ei steht für den Stein und das verschlossene Grab. Und was hat das jetzt mit Ostern zu tun? Ein Ei sieht zwar aus wie ein Stein, aber da steckt Leben drin. Aus einem Ei kann irgendwann ein Küken schlüpfen. Na klar, jetzt verstehe ich es. Zuerst sieht es so aus, als wäre mit dem Tod alles vorbei. Aber dann schenkt Gott neues Leben. Jetzt, wo du es verstanden hast, könnten wir doch gleich nochmal auf Ostereiersuche gehen. Wilma, es sind doch keine Ostereier mehr da. Wir haben doch schon alle gefunden. Wir suchen einfach nochmal. Vielleicht finden wir doch noch welche. Ostereier machen mich halt froh. Kommt und lasst uns beten.
Jesus, du lebst und darüber freuen wir uns. Der Tod ist besiegt. Du schenkst Leben, das größer ist als der Tod. Darum bitten wir dich und darüber freuen wir uns. Sei du mit uns, heute an diesem Tag und alle Tage, die kommen. Amen. 1, 2, 3. Auferstanden von den Toten für uns.